Auferstehung bezieht sich in der Bibel immer auf den Körper des Menschen, da die Seele und der Geist ohnehin unsterblich ist. Jesus Christus ist der Erste, der auferstanden ist und nicht mehr stirbt. Und die Auferstehung Christi ist die göttliche Garantie und auch buchstäbliche Ankündigung, dass der Körper eines jeden Menschen auferweckt werden wird. Der Körper derer, die geglaubt haben und auch der Körper derer, die nicht geglaubt haben. Der Körper der Gläubigen wird auferweckt am Tag der Entrückung, sodass sie ganzheitlich mit einem Auferstehungskörper, Herrlichkeitskörper, mit der Seele und dem Geist ganzheitlich vor dem Richterstuhl Christi erscheinen werden, um dort belohnt zu werden. Und auch der Körper der ungläubigen Menschen wird auferweckt werden, 1000 Jahre später, um auch ganzheitlich mit einem Körper und dem Geist und der Seele vor dem großen weißen Thron erscheinen zu können, um dort gerichtet zu werden, verurteilt zu werden zur ewigen Gottesferne. Du kannst dich heute noch entscheiden, auf welcher Seite du stehen willst. Dabei ist Jesus Christus die zentrale Person. An ihm scheiden sich die Geister, ob du ihm vertraust und ihn annimmst als deinen Retter oder ablehnst im Unglauben. Von ihm hängt deine Zukunft ab in Ewigkeit.